Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit euch das Tagesorakel mit euch teilen und diese Energie, die heute im Kollektiv ist, ein bisschen näher bringen. Leute, lasst es zu, dass wirklich diese Videos mit euch resonieren. Schaut über den Tellerrand hinaus. Versucht mal ein bisschen die Dinge anders zu erfragen, anders zu erfassen. Gibt nicht alles als Erledigten, sondern versucht wirklich ein bisschen mehr Flexibilität und Erfindungsgeist in eure Situation zu bringen. Es vereinfacht uns viele Situationen, okay? Wir haben Energie Nummer 1, der Frosch. Energie Nummer 2, das Herz mit dem türkischen Auge. Schau dir das Video bis zum Schluss durch. Lass es zu, dass meine Stimme dich erreicht, okay? Achte nicht so sehr auf Nebensächlichkeiten, sondern bleibe einfach in der Entspannung drinne, meiner Stimme zu lauschen. Und sei wirklich bereit, einfach alles anzunehmen, okay? Wir fangen mit Option Nummer 1 an. Was ist das Tagesorakel in Option Nummer 1? Was ist das, worum es hier geht? Wir schauen mal. Konzentriere dich auf dich. Und sei bereitwillig offen, diese Nachricht anzunehmen. Okay? Das Tagesorakel für Option Nummer 1. Was ist das, was gesagt werden möchte? Ja, der Fortschritt, die Veränderung, die Kreativität, der Umzug, die Reise, der Neubeginn. Also der Wagen hat alles, was du dir vorstellen kannst. Deine Energien versuchen gerade, dich neu zu motivieren. Nehme wieder die Zügel in die Hand in Option Nummer 1. Ja, es geht um dein Leben, um deinen Fortschritt, um deine Kreativität, um deine Ausstrahlung. In Option Nummer 1 ist die Tagesnachricht. Traue dich, nach vorne zu schreiten. Traue dich, einen letzten Kraftaufwand zu machen. Traue dich, deine Willensstärke unter Beweis zu ziehen. Traue dich auch, intern aufzuräumen, Veränderungen, vielleicht Umzüge, Reisen, arbeitliche Situationen, alles, was dich nach vorne treibt, auf eine intelligente Art und Weise, darf jetzt angekurbelt werden. Du hast die Kraft, du hast die Macht, du hast dieses Potenzial, die Liebe wieder aufblühen zu lassen, eine bestehende Liebesbeziehung zu stärken, zu verbessern, eine tolle Basis zu geben für die Zukunft. Trotz Hindernisse, trotz Probleme, trotz Untreue wird es hier wieder eine Energie geben können, sofern du das möchtest, okay? Wo wir zwei Schritte davon entfernt sind, einfach hier nochmal eine Partnerschaft zu stärken. Als Single hast du hier die Kraft, dich neu zu verwirklichen, dich neu zu verlieben, ja, nach vorne zu schreiten, deine Pläne mit deinem Ex vielleicht neu wieder herzustellen, weil ihr noch zueinander finden möchtet oder mit jemand Neues. Single, aber auch Liebe, es geht um eine Energie, die einerseits ausgeschöpft ist, aber andersrum gibt es viele Möglichkeiten, um diese Gefühlsebene, diese Liebe nochmal aufzupushen, nochmal Inspiration zu geben und vor allen Dingen genieße deine kreativen Kräfte und setze die zu deinem höchsten Wohle um. In Option Nummer 1 das Tagesorakel sagt, gebe nicht auf, schreite nach vorne, egal wie schwer der Ballast ist, egal wie sehr es dich auch ein bisschen anstrengt, ja, aus einer Antriebslosigkeit herauszukommen. Nehme die Zügel deines Lebens wieder in die Hand und schreite nach vorne, traue dich nach vorne zu schreiten, okay? Kraft und die geistige Führung sind genau das, was dich in diesem Moment noch zusätzlich nähren wird oder stützen wird. Lasse dich führen, ja, von der Kraft der Liebe, lasse dich führen von der Kraft der geistigen Welt. In Option Nummer 1 geht es darum, lasse dich führen von deinen Kanälen, der Kreativität, der schöpferischen Kraft, okay, aber vielleicht auch die Energie, die dich gerade entmutigt oder am Boden hält. Lasse sie sich dir aufzeigen, ja, es lohnt sich nochmal deine Baustellen dir anzugucken, es lohnt sich auch Dinge aus einem Schmerz nochmal zu projizieren, es lohnt sich auch in der Gesundheit sich selber nochmal zu überstreiten oder nochmal zu besiegen, es lohnt sich auch in den Finanzen eine Sicherheit an den Tag zu legen, okay? Kraft zu zeigen, Willensstärke, Potenzial, Ausstrahlung, Sicherheit vor allen Dingen. Alles Neue wird kommen. Warum? Weil du in dieser Zeit jetzt der Veränderungsprozedur bewusst und unbewusster Natur erkennen wirst, wie schön es ist, kreativ zu sein und wie schön es ist, einzigartig zu sein. Alle deine Entscheidungen sind richtig und gut, denn nur du weißt, was du wirklich willst und was du wirklich brauchst. Schreite nach vorne, schreite nach innen, okay, habe Kraft und lass die geistige Welt dich führen. Im Hier und im Jetzt sollte deine Entscheidung sein, das Richtige für dich zu tun, das Gute für dich ranzuziehen, weil nur du alleine weißt, was intern wirklich in dir los ist und was du extern auch wirklich verändern möchtest. Aber sei mutig und traue dich, wirklich du selbst zu sein und habe keine Angst. Es kommt eine tolle Veränderung auf dich zu im Laufe des Tages heute noch, okay? Oder zumindest im Laufe der Woche. Es kommt darauf an, wie du resonierst, okay? Wow, Option Nummer 2, das türkische Auge. Worum geht es bei diesen Menschen in Option Nummer 2? Ich spüre schon,
dass es um Rivalitäten geht. Ich spüre schon, dass es um Kompromisse geht. Es geht um Selbstwertgefühl. Es geht um Enttäuschungen womöglich auch. Wow, was ist hier heute am Start, Leute? Ja, die Unentschlossenheit, die Freiheit, dieses nicht drüber nachdenken zu wollen, ja, von Null zu beginnen, endlich mal Freiheit zu spüren, emotionale Freiheit, körperliche Freiheit. In Option Nummer 2 geht es darum, die Tagesbotschaft lautet heute, sei frei, fühl dich frei, raus aus Seelenschmerzen, genutze diesen Moment im Hier und im Jetzt, ja, einen neuen Lebensweg anzugehen, eine neue Geschichte zu schreiben, eine neue Energie wieder zu leben. Deine Tagesbotschaft, Leute, ist, egal wie sehr du auf einem steinigen Weg stehst, egal wie schwer auch die Klippe ist, die du zu überstehen hast, egal wie schwer es ist, an sich selber zu glauben, sei dir bewusst, ja, oder werde dir bewusst oder mache dir bewusst, dass deine Freiheit, nach der du dich sehnst, ist eine Befreiung der emotionalen Ketten. Dein Selbstwertgefühl versucht sich gerade wieder zu finden. Schenke dir Zuversicht. Glaube an den Erfolg, glaube an deine Fähigkeiten, glaube an die Liebe, glaube an deine Ziele, glaube an dich, aber glaube auch daran, dass es wichtig ist, Grenzen zu überschreiten. Ja, dass du dich auch nicht manipulieren lässt, dass du immer in einem tollen, respektvollen Umgang mit dir selber, mit den Menschen agierst, dass du sympathisch bist, dass du liebenswert bist, dass du dich wirklich auch frei fühlst. Beginne einen Weg der Freiheit. Fühle dich frei mit all dem, was du machst. Klar hast du einen Ballast auf der Seele, ne? Klar hast du auch Konflikte im Leben zu tragen. Klar gibt es auch die eine oder andere Situation, die dich immer wieder auf der Bahn wirft. Ja, klar machst du dir auch Gedanken um deine Haustiere womöglich auch, ja? Um deine Kinder, um deine Partnerschaft, um deine Gesundheit. Falsche Menschen, die dir in den Rücken gefallen sind. Menschen, die dich manipuliert haben. Menschen, die dich hintergangen haben. Menschen, die dich betrogen haben, ja? Also alles ist mit Vorsicht zu genießen im Moment. Aber das Wichtigste ist, dass du dich traust, nach vorne zu schreiten. Dass du aber genau weißt, dass wenn du einen Schritt nach vorne gehst, ein neuer Lebenszyklus beginnt, okay, und sich alle Kräfte neu aktivieren. Das heißt, sei dir bewusst, wenn du passioniert denkst, leidenschaftlich denkst, wenn du Liebe in deinem Leben haben möchtest, dann darfst du auch Liebe sein und Liebe teilen, okay? Brauchst du Intelligenz in deinem Leben aus irgendeinem Grund oder noch ein bisschen Input, bilde dich einfach weiter. Ja? Möchtest du deine Gesundheit, deine Gefühlsebene regulieren, mache Meditationen. Also es gibt viele Lösungen, du bist frei. Ja, du bist ungebunden, du bist gefangen auf irgendeine Art und Weise. Du hast ein Karussell in dir, wo es jetzt darum geht, befreie dich von allen Ketten der Vergangenheit, befreie dich von allen Ketten im Hier und im Jetzt und nutze den Moment, den richtigen Weg zu finden, um dein Vertrauen in dich wieder aufzubauen. Okay, du hast alles, was du brauchst, aber triffst du eine Entscheidung, dann gehe diesen Weg zu Ende. Bitte und empfange. Die geistige Welt möchte dir sagen, auch wenn für dich alles in Stein gemeißelt ist oder nichts in Stein gemeißelt ist, auch wenn deine Situation aussichtslos ist oder deine Situation sehr harmonisch gerade ist, auch wenn dein Herz verschlossen ist oder dein Herz gerade extrem auf ist, ja, egal was dein Pol ist, egal was dein Nordpol ist, egal was dein Südpol ist, egal was dein Knoten, dein Nordknoten, dein Südknoten ist, es ist ganz egal, was in dir gerade mehr Ballast ist oder mehr Balance hält. De facto ist, befreie dich von all dem, was das Gleichgewicht verhindert oder stört und motiviere dich daran, im Hier und Jetzt die Leichtigkeit zu genießen, die dir auch anhand von Gebeten, von Fürbitten geschenkt wird. Okay, traue dich also der geistigen Welt wirklich zu sagen, ey, Honey, bitte lieber Gott, ja, ich bedarf jetzt ein bisschen mehr Selbstwertgefühl, ich bedarf jetzt ein bisschen mehr Wärme, ein bisschen mehr Liebe, ich bedarf jetzt ein bisschen mehr Ruhe von Erinnerungen, ich bedarf jetzt einen richtigen Weg, ich bedarf jetzt das Verzeihen in Angriff zu nehmen, hilf mir. Also bitte auch die geistige Welt, um die Engel dir zu helfen. Aber vergiss nicht, dass du einzigartig bist auf deine Art. Wenn du ja sagst zu deiner Einzigartigkeit, okay? Wenn du erkennst, wie wundervoll du bist, wenn du erkennst, dass es für dich genau die Erdung gerade gibt, die du brauchst, ja, die Erdung, die zu deiner Seele passt, findest du in dir. Öffne dein Wurzelchakra, verbinde dich mit der Mutter Natur, verbinde dich mit dir selber. Lasse es zu, dass deine Gefühle sprechen können, dass deine Illusionen leben können, ja, dass deine Kreativität wieder bereichert wird. Aber lass es auch zu, dass dein Selbstwertgefühl, okay, sich von einer goldenen Aura umgeben kann, umhüllen kann, umschließen lassen kann, wo die geistige Welt wirklich bereit ist oder an dir wirken darf, um dir in dieser Phase, in der du gerade bist, in der Situation auch zu helfen. Also das Tagesorakel, die Tagesbotschaft für beide Optionen war heute sehr schön.
Vergesst nicht, wie einzigartig ihr seid. Bittet und empfanget. Okay, ihr habt Kraft und Führung gleichermaßen. Ihr habt die Möglichkeit, alles zu gewinnen, alles zu nutzen, okay, alles in eure richtige Richtung zu drehen. Also genießt es. Die Welt hat noch viele bunte Türen und noch viele bunte Farben für euch offen. Also genießt die Zeit und ja, danke, dass ihr heute dabei wart, dass ihr meinen Kanal liked, teilt, abonniert, kommentiert, Glückchen drückt, okay, bitte verzeiht. Aber es sind so viele Ideen, so viele Gedanken, es ist unglaublich schön heute, ganz, ganz ehrlich, ja. Lasst eure Kommentare, wie resoniert ihr, wie fühlt ihr euch, wie seid ihr stimmig mit allem. Also denkt dran, 19 Uhr, sonntags YouTube, live, unsere Chats hier am Start, Alena-Familie, ja, mit Co. und alle, was dazu gehört. Private Legungen, zielorientierte Therapien, schreibt mich an und ich bin gerne bereit, euch diesbezüglich ja, Informationen zu senden und euch auch in eurer Reise des Ichs und in der Reise der Neuverwirklichung von euch selber auch wirklich willkommen zu heißen, euch zu unterstützen. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, gebt dem Leben und die Liebe die Farbe, die dich glücklich macht, weil das Leben und die Liebe sind es absolut wert und ich freue mich, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Liebe, bye.